Wenn es helfen würde, ja. Aber ich befürchte, wenn wir sie senken würden, hätten wir vielleicht ein, zwei Wochen Ruhe an der Front. Und dann wird durch Spekulationen, auch durch große Konzerne, die Preise wieder erhöhen, das Ganze wieder wettgemacht. Irgendwann sind die Steuern dann auf Null und das bringt nichts. Nochmal, wenn uns Experten sagen, dass der Anstieg bei Öl, bei Rohöl, was sich dann auf Benzin umnudelt, 70% mit Spekulationen zu tun hat. Es ist notwendig, dass wir auf internationaler Ebene zwischen G8-Ländern beispielsweise und produzierenden Ländern zum Gespräch kommen, wie wir da klare auch Transparenz herstellen auf den internationalen Energiemärkten. Was die Situation dort betrifft, was wir tun können und müssen, ist zwischen Spediteuren, auch zwischen deutschen und ausländischen, für fairen Wettbewerb zu sorgen. Die LKWs, die durch Deutschland brummen, die haben inzwischen solche Tanks, dass sie hier nicht mehr tanken können. Deshalb haben die da eher weniger ein Problem mit. Und die Konkurrenz wird, wie gesagt, verzerrt, auch zwischen unseren Spediteuren. Da ist der richtige Weg gewesen zu sagen, lasst sie lieber eine computergestützte Maut zahlen. Die müssen nämlich alle zahlen, die ausländischen genauso wie die deutschen, um da zumindest fairen Wettbewerb haben. Aber das hieße für die anderen, Herr Escher, die müssen sich damit abfinden, so wie sonst nur mit Regen beim Campen, dass etwa zu Beginn der Sommerferien immer die Benzinpreise erhöht werden, wie auf ein geheimes Zeichen. Das ist sicherlich Zufall, dass es immer zu den Feiertagen und zu den Ferien mit den Preisen nach oben geht. Klar. Ich meine, das ist ein Politmagazin, ja gar keine Frage. Was mir bisher noch völlig zu kurz kommt, das sind Millionen Zuschauer, die Sie ja auch Sonntag für Sonntag vor der Röhre haben. Was können wir denn den Leuten jetzt mit auf den Weg geben? Das habe ich ja Herrn Heil gefragt. Dass die energiebewusst schon lange sind, das ist gar keine Frage. Dass man einfach nicht mehr für zwei Socken die Waschmaschine anschmeißt. Ich denke, das passiert nirgends mehr. Kaffeemühlen werden nicht mehr unnütz tätig. Das macht man jetzt schon mit der Hand und man guckt und macht und tut. Aber die Menschen, die wirklich das kleine Geld nur haben, die sich nicht, ich rede nicht über den Brötchenholer in seinem 70.000-Euro-Auto, sondern über die ganz kleinen, normalen Studenten, Kleinverdiener, die eben die alte Technik haben, das vollkommen geerbte Auto. Das ist ja schön und gut, Herr Escher, ja, aber den Vorschlag, den Sie vorhin gemacht haben, nämlich die Pendlerpauschale, war das einzig konkret. Ich sage Ihnen, davon haben Studierende überhaupt nichts. Und warum gehen wir bei Kraftstoffen nicht auf die 7% runter? Es ist doch etwas, was für das tägliche Leben gebraucht wird. Weil das gut klingt, weil ich das Gefühl verstehen kann, der Leute zu sagen, macht er die Steuern runter, aber dann hauen die Konzerne es wieder drauf. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir das finanzieren können, was die Pendlerpauschale betrifft. Aber nochmal, wir haben Rentnerinnen und Rentner, die haben von der Pendlerpauschale gar nichts. Wir haben in dem Bereich auch der Leute, die gering verdienen, dass sie die keine Steuern zahlen. Aber wir müssen den Leuten auch ein bisschen was an die Hand geben. Ja, da bin ich ja sehr dafür. Aber nicht Erwartungen wecken, die wir nicht erfüllen können. Und was kann man denn erfüllen? Ja, nochmal. Wir müssen den Leuten seriös in die Augen gucken und sagen, langfristig brauchen wir eine Strategie, die uns unabhängiger vom Öl macht. Wir haben andere Antriebsarten, die wir nach vorne bringen müssen. Kurzfristig haben wir was bei Wohngeld getan. Was anderes, was wir tun können, ist, was gegen Spekulationen auf dieser Welt zu tun. Die ganzen kleinen Schräubchen, die wir hier drehen, werden noch wieder aufgefressen, wenn der Barrelpreis unter die Decke geht durch Spekulationen und die Kassen sich dieser Spekulanten füllen und unsere Verbraucher arm sind. Lassen Sie die anderen noch was dazu sagen. Versprechen. So sehe ich das. Wenn Sie den Leuten was erwecken, was sie nicht erfüllen können, geht das los. Aber habt bitte noch eine Botschaft für die Menschen, die auch wissen, wo geht die Richtung hin? Ja, wir müssen einfach sehen, dass wir die Menschen ermutigen, mobil zu sein. Und zu sagen, nehmt eine Arbeit an, die auch weiter weg ist. Und dann kann ich nicht sagen, zieh dahin, wo die Arbeit ist, weil da sind die Familienverhältnisse heute einfach andere. Oh Mensch, da ist die eine Frau dort beschäftigt, ist froh, dass sie eine Arbeit hat. Der Mann ist ganz woanders beschäftigt. Die Kinder sind eingeschult irgendwo. Da hat man gerade mal eine Ganztagsschule oder eine Kinderkrippe. Da kann man nicht einfach dem Arbeitsplatz nachziehen, sondern man ist gezwungen, große Entfernungen zurückzulegen. Und deswegen war ich damals gegen die Abschaffung der Entfernungspauschale, bin mit der Wiedereinführungsforderung gescheitert, aber hoffe, dass jetzt im September die Verhandlung ergibt, dass die Richter einen deutlichen Hinweis geben, dass diese Regelung so nicht bleiben kann, wie sie jetzt ist, sondern verändert werden muss, weil das ein Weg ist, die Leistungsträger, die selber arbeiten und trotzdem nicht genug übrig haben, zu ertüchtigen, zu ermutigen und denen ein Signal zu geben. Und in Niedersachsen kann man heute schon auf der Lohnsteuerkarte ab dem ersten Kilometer eintragen lassen, sodass man jetzt kurzfristig die Mehrbelastung nicht hat, was ein Problem wird, wenn die Entscheidung anders ausfällt als erwartet. Und wir haben bei uns bereits im Landeshaushalt fürs nächste Jahr Vorsorge getroffen, weil wir mit Einnahmeausfällen des Staates rechnen, weil es zu Veränderung der Entfernungspauschale kommen wird. Es ist der Weg, diejenigen, die Geld verdienen und etwas einbringen müssen, um Geld zu verdienen, zu entlasten. Das ist auch Ausweis. Würde ich gerne Herrn Schütte zu fragen, Herr Heidt, der ja in Niedersachsen lebt.
Und der eben nicht auf das Auto verzichten kann und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren kann, weil sie sehr viel Werkzeug als Betonbauer im Auto, so habe ich das verstanden, transportieren müssen. Würde Ihnen die Rückkehr zur alten Pendlerpauschale helfen? Ja, auf jeden Fall. Also dann würde ich wahrscheinlich 200 Euro mehr in der Tasche haben, schätze ich mal. Weil ich kann einfach nicht aufs Auto verzichten, das geht nicht. Und die Bahnanbindung ist nicht so, dass ich da jetzt immer mit der Bahn fahren kann. Das geht nicht. Warum ist die SPD nicht dafür, Herr Heil? Ich hätte, wie gesagt, nichts dagegen, wenn wir darüber nach dem Urteil reden. Es ist nämlich notwendig, dass wir es dann auch verfassungskonform ausgestalten. Da wird das Gericht uns viel mitgeben. Aber das sagt er wohl für auch im September. Ich würde noch einen Satz gerne dazu bringen, dass viele, die das fordern, nicht sagen, wo es dann herkommen soll. Und was ein Problem wäre, wenn wir jetzt die 2,6 Milliarden Euro, das kostet es bei der Pendlerpauschale, wiedergeben. Und dass auf der anderen Seite beispielsweise beim Arbeitnehmerpauschbetrag den Arbeitnehmer wieder aus der Tasche ziehen. Also es muss solide dann finanziert sein. Kein Mensch hat was dagegen, wenn das möglich ist, auch das zu finanzieren. Aber es ist notwendig, dass es dann solide durchfinanziert wird. Deshalb sagt die Bundeskanzlerin, ich höre oft, deshalb hat die Bundeskanzlerin zu Recht darauf hingewiesen, wer das dann will oder wenn das Verfassungsgericht sagt, das muss gemacht werden, der sagt bitteschön auch immer, wo es herkommen soll. Deshalb kann ich den Benzinpopulismus von Beckstein und Huber aus Bayern, die nicht sagen sollen, wo das Geld hergeht, nicht verstehen. Ja, da das den Menschen nach dem Mund geredet, da muss man zwei Dinge zu sagen. Die Bayern haben überhaupt kein Problem, das darzustellen. Die haben die beste Haushaltspolitik in Deutschland. Die haben ausgeglichene Haushalte. Das heißt, die drücken das sowieso weg, was ihnen da fehlt. Und wir in Niedersachsen haben es ein bisschen schwieriger. Aber die Hälfte dieser Einsparung geheilt ist ja bei den Ländern. Das ist ja eine Bund-Länder-Einnahme. Die Position, die fällt ja weg. Und bei 2,6 Milliarden sind es etwa 5%, die Niedersachsen treffen. Das sind 130 Millionen. Und die 130 Millionen haben wir im Haushalt eben dargestellt, dass sie uns wegfallen. Weil wir glauben, dass zum Beispiel im Flächenland wie Niedersachsen oder Bayern die Menschen zur Mobilität ermutigt, öffentlicher Personennahverkehr in der Fläche des Landes nicht dargestellt werden kann, also die Leute aufs Auto angewiesen sind, also dort entlastet werden müssen. Also nochmal, wenn die das Position von Flächenländern wie Bayern und Niedersachsen muss man schon wissen. Ja, ich bin Niedersachse und ich finde, ich kenne die Leute bei mir, die lange Wege zur Arbeit haben. Deshalb gibt es so Fernpendler ja beispielsweise auch noch. Ich würde mir das wünschen, wenn das darstellbar ist. Aber deshalb erst dieses Urteil brauchen wir, weil jetzt irgendein Konzept aus der Hüfte zu schießen, es sind noch einige Wochen, bis das Urteil kommt. Ohne dass dann wieder kassiert würde, wäre genauso unsinnig, wie das zu fordern, nochmal um zu sagen, wo es herkommt. Und ich sage es zu Ihnen, Sie sind Bauarbeiter, wenn ich es richtig verstanden habe. Betonbauer. Ich möchte nicht, dass wir Ihnen Hoffnung machen bei der Pendlerpauschale und dann die Gegenfinanzierung, der Arbeitnehmerpauschbetrag beispielsweise, an der anderen Seite Ihnen was aus der Tasche zieht. Ich würde gern solide darüber reden, wie wir das hinbekommen. Das wäre ein Stück, gar keine Frage, aber es löst insgesamt das Problem nicht. Wenn die Preise immer weiter steigen, ist das auch ein Effekt, der da verdampft. Und wir können damit nichts tun für Geringverdiener, die noch weniger haben als Sie, weil die gar nicht so viel Steuern zahlen, nicht so viel absetzen können. Wer keinen Steuer zahlt, der hat auch von der Pendlerpauschale nichts in diesem Zusammenhang. Für die können wir ja keine Benzingutscheine dann draufpacken bei der ganzen Sache. Also da müssen wir Die kriegen natürlich oft über Hartz IV die gesamten Heizkosten. Es gibt ja auch ein paar Leute, die kriegen kein Hartz IV, zahlen trotzdem keine Steuern, weil sie in diesem Geringverdienersegment sind. Die hätten eher mehr von Mindestlöhnen. Das wäre aber ein anderes Thema. Das wäre ein anderes Thema. Herr Schmidt, Sie hatten eben gesagt, Sie hätten noch einen konkreten Vorschlag. Darüber sprechen wir heute die ganze Sendung. Was würde helfen bei den gestiegenen Energiepreisen, unter denen alle, die hier im Studio sitzen und zu Hause vor den Fernsehern zu leiden haben? Das Einzige, was hilft, ist wirklich Energie zu sparen. Das heißt, weniger zu verbrauchen, effizienter Energie zu nutzen. Das ist hört sich gut an, ich weiß, ist ein langfristiger Weg. Aber wenn Sie ein Auto haben, diskutiert, was nur 3 Liter braucht und nicht was 13 Liter braucht, ist der Spritpreis relativ uninteressant, relativ uninteressant. Das Gleiche gilt im Haushalt, wenn Sie die Hälfte an Strom verbrauchen oder insbesondere an Wärmeenergie verbrauchen, als Sie heute haben, dann ist Ihnen auch der Preis egal. Deswegen, es wäre ein falsches Zeichen, Energie zu verbilligen. Das wäre wirklich im Moment falsch, weil wir... Außerdem käme Ihnen das nicht so gut zu Pass. Oder? Nein, das würde ich jetzt, Frau Will, nett gesagt, aber nicht so ganz richtig. Es ist sehr schwierig, ein Produkt zu verkaufen, was sehr teuer ist. Ach ja, wenn man die Leute zwingt in die Abhängigkeit und sie es kaufen müssen. Preis wird verkaufen, ist einfacher, aber das war jetzt nicht... Ein hoher Energiepreis führt, und er war politisch gewollt von allen Parteien, führt dazu, dass Energie weniger verbraucht wird. Heute rechnet sich sehr vieles im Haushalt, was man machen kann, um Energie zu sparen. Wir erkennen noch heute, dass bei einem hohen Spritpreis weniger gefahren wird. Die Statistiken zeigen es. Insofern müssen wir damit leben. Wir müssen nur schauen, dass es insgesamt bezahlbar bleibt. Das heißt, die Kilowattstunde wird teurer, aber ich verbrauche weniger. Wir schicken Leute in die Haushalte rein. Insbesondere haben wir...
Warum wird gelacht? Wer verbraucht weniger? So eine soziale Frage. Insbesondere haben wir Programme dafür, Familien zu helfen, Energie einzusparen, sozial schwachen Familien zu helfen, weil die die schlechtesten Geräte haben, die haben die schlechtesten Autos, die undichtesten Wohnungen und da müssen wir ansetzen. Energie wird verprasst in Haushalten von reichen Leuten, da wird nie ein Energieberater hingeschickt, weil man zu dieser Elite selber gehört. Ja, die haben ja auch nicht die Probleme. Das ist das Problem. Die haben ja auch nicht die Probleme. Und das andere ist, es gibt zwei Maßnahmen. Herr Schmitz, es gibt zwei Maßnahmen, die man sehr praktisch machen kann. Über alle Gruppen hinweg, die Probleme haben und die arm sind oder fast arm sind. Wenn man eins macht, ist natürlich kann man als kurzes Lösung zum Beispiel überdeckend über verschiedene soziale Gruppen hinweg Sozialtarife einführen beim Spurb. Also nur als Übergangslösung, ansonsten nutzt Ihnen das wieder. Das andere ist, und das ist eine ganz klare Forderung, das wissen Sie auch und davor haben Sie Angst wie vorm Teufel, nämlich eine Rekommunalisierung der gesamten Energieversorgung, eine Enteignung der vier großen Atom- und Energieversorgungskonzerne und dann zurück mit Energie, Wasser und anderen Lebensnotwendigkeiten in die Hände der Kommunen, da wo es überhaupt einen demokratischen Zugriff gibt, auf die Politik, die wir machen. Kommt ihr überraschend gut an. Und das Problem ist, da Ihnen diese beiden Parteien geholfen haben, also, das alles an sich zu raffen. Also, Frau Ditzfurth, das hatten wir ja zu DDR-Zeiten. Da standen die Fenster weit offen, da regulierte man den Energieverbrauch über die offenen Fenster zu DDR-Zeiten. Da können Sie mal mit Bürgern aus den neuen Bundesländern Herr sprechen, Wolf, wie das damals wir 1977 war. Es gab eine Verschwendung Leuten, von Energie erzählt zu diesen Zeiten, haben, dass die es Windenergie vertreten. Gibt, haben Leute von Ihrer Partei uns ausgelacht, uns als Idioten und Verrückte erklärt. Und heute wollen Sie mir was über Windenergie. Wir haben das Energieeinspeisegesetz 91 gemacht. Vielleicht darf man mal zum Ende der Sendung was Optimistisches sagen, bevor Sie hier die miese Stimmung verbreiten. Haben wir vorgemacht, wie man Energie sparen kann. Im Frankfurter Römer von der CDU sind wir ausgelacht worden, weil wir so kleinkariert über solche sagen, Sachen... Vielleicht darf man mal sagen, Frau Will, wir gehen jetzt gerade weg von, von der Frage, die wir gestellt haben. Wir wollten konkrete Vorschläge haben. Also von unserer Wachstumsrate in Deutschland sind 80% exportbedingt. Und vom Export sind 90% die Industrie. Und wenn Sie bei der Hannover-Messe, bei den Fachmessen rumhören, dann sind wir deswegen weltweit so erfolgreich, weil wir die Maschinen und Anlagen herstellen, die am wenigsten Energie verbrauchen. Das heißt, Deutschland ist bei Umwelttechnologien die führende Nation der Welt. Und das ist auch Ergebnis der Rahmenbedingungen der deutschen Politik. Dass frühzeitig mit dem Energieeinspeisegesetz, mit anderen Regelungen etwas für Energiesparen getan wurde. Und der Erfolg der deutschen Wirtschaft weltweit. Ein Fünftel aller weltweiten Maschinen und Anlagen, weltweit von 7 Milliarden Menschen, werden in Deutschland produziert oder von deutschen Unternehmen auf den Markt gebracht. Wir sind 82 Millionen Menschen wegreden, und sind derart erfolgreich auf dem Weltmarkt durch diese Umwelttechnologien, die wir hier in Deutschland vorangebracht haben. Also man soll unser Land auch nicht schlechter reden, als es darf ist. Darf ich noch ist eines sehr zum Schluss noch mal konkret und mit Blick auf die Zeit tatsächlich knapp fragen. Wären Sie dafür, dass man an die Steuern auf Benzin geht? Denn das war ja unser letzter Punkt und wir suchten nach konkreten Vorschlägen, die den Menschen sofort helfen würden. Ich bin dafür, dass wir die nächsten 5 Jahre ein Moratorium machen, keinerlei Steuererhöhung. Eine Steuersenkung würde dazu führen, wie es Herr Heil gesagt hat, diese Lücke würde ausgefüllt durch Spekulation, durch Erzeuger, durch Aufschläge. In diese Lücke würden andere hineingehen und für den Verbraucher wird es nicht billiger werden, wenn wir 5 Jahre lang keine Erhöhung. Insbesondere im Bereich aber ich würde einen anderen Vorschlag machen wollen. Lassen Sie uns mal konkret... Ich muss rüber nach Hamburg zu den Freunden der Tagesthemen. Lassen Sie uns das Geld in die Hand nehmen, die Häuser sanieren. Susanne Holz, dass Sie uns sagen, vielleicht, was haben Sie heute Abend vor? Ja, wir gehen heute hier der Frage nach, hat China gegen das Waffenembargo der Vereinten Nationen verstoßen und Militärgüter an Sudan geliefert? Das zumindest behaupten ja BBC-Reporter. Sie haben in Darfur chinesische Armeelastwagen entdeckt. Und mehr dazu wollen wir gleich in den Tagesthemen berichten. Danke, Susanne Holz nach Hamburg. Danke auch an Sie, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank an die Familie Schütte, dass Sie uns erzählt haben von den Versuchen, die Sie angestellt haben, Energie zu sparen und auf was Sie sich gefasst machen. Danke für die engagierte Diskussion hier in der Runde. Danke an Sie, meine Damen und Herren. Kommen Sie gut nach Hause. Nächste Woche wieder, 21:45 Uhr. Tschüss und auf Wiedersehen.